Familiengeschichte ist, dass wir seit 1900 die ESO-Station betreiben. Und mein Urgroßvater hat es bis 1936 betrieben. Von 1936 hat es mein Vater übernommen. Ab 1977 habe ich die ESO-Station übernommen. Bis 2006. 2006 ist die dritte Generation in Kraft getreten. Das ist mein Sohn Michael. Als Kind war das eine große Freude, erstmal von hier aus zur Wartburg oder bis zu unterhalb der Wartburg zu reiten. Das gab es ja auch ganz selten. Also für die Eltern war es erstmal ein herrlicher Aufenthaltsort auf der Wartburg und deswegen eine große Freude für die Kinder, von hier aus in Richtung Wartburg reiten zu dürfen. Der Reitpreis hatte sich auch hier damals noch gut gelassen, für in der DDR-Zeit für eine Mark und ab 10 Jahre Reichsbahntarif 1,50 Euro. Und jetzt nach der neuen Wende müssen wir uns natürlich anders informieren und orientieren. Mit diesem Lohn kann man ja dann hier das Geschäft nicht mehr führen. Dann haben wir uns etwas aufgebaut, zum Beispiel einen Bratwurststand. Den haben wir auf dem Gelände des Forstes abgemietet. Der Grundpreis ist in Ordnung. Und somit sind wir in der Lage, seit den letzten Jahren die Aufrechterhaltung dieser ESO-Station zu gewährleisten. Was waren denn prominente Mitreiter mal? Prominente Mitreiter vor über 50 Jahren war zum Beispiel hier dieses Bild, die Angelika Domröse. Mit der habe ich die Aufnahme gemacht, da war ich 16 Jahre alt und sie ist nämlich 18. Also sind wir 41 ist sie geboren und 1943 bin ich geboren. Deswegen weiß ich das so genau. Dann hatten wir 1965 den Dieter Hildebrandt, den auch wahrscheinlicherweise jeder auch im dunklen Kanal, wie man das mal heute sagen dürfen, erkannt und auch gesehen. Dann war der Nanga Babat Besteiger, hier, das Bild ist nicht mehr dann, Hermann Buhl war hier. Mein Vater hatte den erkannt vom Weiden schon, weil der sich so ein bisschen dafür interessiert hatte und hat ihn angesprochen. Da hat er gesagt, das ist eine große Freude, dass er von einem hier von Eisenach erkannt worden ist als Erster. So. Was könnte ich Ihnen denn noch erzählen? Aber die müssen ja alle leicht gewesen sein, ne? Wir durften auch seinerzeit damals bis 70 Kilo transportieren. 70, 75 Kilo hatten wir Hengste dabei. Das neue Tierschutzgesetz aus der Bundesregierung besagt, dass wir ein Drittel des Gewichtes vom Tier belasten dürfen. Und unsere Esel wiegen so im Schnitt 160, 170 Kilo. Also davon ein Drittel, können Sie sich vorstellen, dass wir im Prinzip nur leichte Mädchen noch transportieren können. Kinder und leichte Mädchen, kann man dazu sagen. Mal die Tiere kurz vorgestellt. Der älteste Esel ist zurzeit die Lore, 28 Jahre. Und dann geht es runter bis zu 10 Jahren. Und jetzt haben wir noch zwei neue Tiere seit Vorjahr gekauft. Dazu gekauft, wollen wir mal so sagen. Das ist die Peter und die Conny. Die werden jetzt 5 Jahre. Und wenn sie in Rente gehen, Würstchen draus machen? Nein, dann werden sie das Gnadenbrot bekommen und die Tiere werden ja 30, 35 Jahre alt. Und dann werden wir sehen, solange wir sie halten können, müssen sie am Leben bleiben, weil sie ihr gutes Geld hier oben bei uns und für uns verdient haben. Bleiben die hier im Stall? Oder? Die bleiben zu Hause im Stall und wir haben am Steinbruch ein kleines Gelände von 1000 Quadratmetern, wo sie sich da täglich aufhalten können und können schön tagsüber ihr altes Zeitteil in Anspruch nehmen. Wie kam es denn überhaupt zur Geschäftsgründung vor 100 Jahren? Die Geschäftsgründung vor 100 Jahren, das waren schon mal Gebrüder Zimmermann, die waren 1888 waren die schon mal am Zuge und sind aber nach 2 Jahren wieder, haben sie die Sache wieder aufgegeben. Und mein Urgroßvater hatte 1899 beim Hans von Cranach, das war der damalige Burghauptmann, die Genehmigung bekommen, noch einmal unterhalb der Wartburg mit dieser Reittradition anzufangen. Und das war am alten Friedhof. Das ist unterhalb vom Schlossberg. Und damals ritten die Leute noch von Schlossberg auf. Die Straße war hier noch nicht gepflastert. Sie ist 1922 gepflastert worden. Dann gab es ja auch die ersten Autoverkehre und Hotelübernachtungen. Und sind die bis in die Burg reingeritten. Und mein Urgroßvater hat überlebt, wollen wir mal so sagen, sogar einigermaßen überlebt schon. Und da hat man schon Pferde, haben wir noch 2 Pferde eingesetzt mit und 8 Esel. Und dann sind das 12 Esel draus geworden und 2 Maultiere, wollen wir mal sagen. Mauli und Maultiere ist ein kleiner Unterschied. Und so seitdem besteht das in unserer Familie. Also dies Jahr 112. Saison, also 112 Jahre. Ja, wann ist denn Saison?
Wann kann man denn reiben? Die Saison beginnt am 1. April immer jedes Jahr bei einigermaßen günstigem Wetter. Die ersten Wochen sind noch montags Ruhetag, weil immer auch der was gemacht werden muss zu Hause, zum Beispiel Heu und Stroh eingefahren werden und ausgemistet wird. Also diesen einen Montag behalten wir uns vor. Und dann geht es fast täglich, außer eben gewitterige Niederschläge, wo wir müssen ja von der Eisenach hoch zur Burg. Und das jeden Tag 25 Minuten durch den berühmten Zeissiggrund, weil wir Eisenach West wie vor 100 Jahren stationiert sind. Und ansonsten von 10 bis 16 Uhr. Sondern am Sonntag und feiert das natürlich auch. Ostern bis Oktober. Ja. Von April bis Ende Oktober. Ende Oktober der Herbstferien der Thüringer, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Das sind immer die drei Länder, die uns noch in den letzten Tagen begleiten, weil sie auch den Heimweg nicht so weit haben. Also wenn wir jetzt sagen können, 100 Kilometer im Umkreis von Eisenach, weil sie hier oben uns mal besuchen und sind dann nach anderthalb Stunden wieder zu Hause. Das ist unser Glück. Und was machen die Esel im Winter? Stehen nur im Stall, werden gepflegt, Hufe werden geputzt bzw. ausgekratzt. Die werden hier jeden zweiten Tag auch gestrichelt natürlich, dass das Fell wieder ordentlich wird und auch im Sommer ein bisschen alles nicht ganz so genau gemacht wird. Aber wir haben einen Vorteil, die Tiere freuen sich darüber, dass sie sich ausruhen können. Wir haben noch einen größeren Hof, wo sie täglich raus können. Die Leute, die im Umkreis wohnen, bringen hartes Brot, die bringen Äpfel und füttern da mit ihren Enkelkinderchen nochmal. Also sie haben immer noch einen Dienst? Ja, also wissen Sie, ich habe jetzt 40 Jahre hier die Esel begleitet und bin immer noch froh, dass ich so gesundheitlich in der Lage bin, meinen Sohn damit zu unterstützen. Sie wissen ja, wenn man einmal Esel war, dann bleibt man immer Esel. Und viele Leute freuen sich, die schon vor 30 und vor 40 Jahren bei mir ihre Reitkarte gekauft haben, dass ich immer noch hier im Dienst bin, weil ich ja hier der Dienstälteste bin. Und wir wollen hoffen, dass es dann noch ein paar Jahre so geht. Ansonsten müssten wir uns dann eben mal umsehen, ins Rentenalter umzusteigen. Gibt es denn mal Post aus dem Ausland? Ja, selbstverständlich. Wir haben ja einige 500 Karten mindestens von Kartengrüßen, die Leute sich erfreut haben, hier oben mal mit dem Esel hochgeritten zu sein, mit meiner Persönlichkeit in Berührung gekommen, da ich ein lustiger Mensch bin und auch immer mal ein paar schöne Witze erzählen kann. Und das vergessen die Leute halt nicht. Und deswegen ist die Freude da, wenn auch die Leute werden ja nun auch älter, die vor 30, 40 Jahren hier geritten sind, und freuen sich, dass ich eben noch hier mit Anteil nehme. Wo sind denn ganz früher die Esel mal hochgeritten? Also was war denn überhaupt mal die Aufgabe der Hauptburg-Esel? Also ganz früher? Ganz früher war die 1067 die Burg erbaut worden. Und da dienten sie als Wasserträger und Proviantträger für die Burgbewohner. Und bis ins 18. Jahrhundert haben die Wartburg-Esel bzw. das Wasser, wie noch gesagt, bis 18. Jahrhundert noch hochgetragen. Dann später ist eine neue Pipeline gebaut worden oder die Pipeline von Rula nach Eisenach, wo heute in der Zisterne diese 50.000 Liter Wasser, die sich da bevorraten, immer wieder aufgefüllt werden und heute noch immer ständig gewartet werden und für die Burgbewohner eben als Lebensunterhalt dienen. Und das war die Geschichte des Esels. Es waren vielleicht auch Pferde mit dabei, der Bau der Burg war sehr wichtig. Und die Esel sind ja auch hier, mussten ja an diesen Steinbergen hier einige Lasten hochtransportieren. Wo war der offizielle Weg? Der offizielle Weg war das war der Schlossberg, unterhalb oder neben einem. Wo kommt das Sattelzeug? Wird das selbst gemacht? Das Sattelzeug wird referiert mein Sohn selbst. Und das hat er sich alles angeeignet und außerdem auch diese Hufarbeiten, die wir selbst übernehmen können, aufgrund der langjährigen Tätigkeit, die wir ausgeübt haben, was ich von meinem Vater, die er von seinem Großvater wieder gelernt hat und so weiter. Und das habe ich an meinen Sohn wieder abgegeben. Und jeder, der hier was von Tieren was versteht, sieht auch, dass sie in einem hervorragenden Zustand sind, gepflegt sind, sauber, ordentlich und wie gesagt, so kann man auch den Leuten einen gepflegten Esel anbieten. Die Esel finden ihren Weg alleine hoch. Ist das noch so? Nein. Da läuft immer ein junger Mann mit. Ich meine jetzt von zu Hause hier. Auch nicht. Wir müssen täglich hier mit hochlaufen und auch täglich nachmittags gegen 16.30 Uhr wieder nach Hause. Diese alte Tradition, wie gesagt, zu dem Stall in der Frankfurter Straße. Und morgen früh geht es um 7 Uhr in den Stall, werden die Tiere geputzt, zurechtgemacht, anschließend Kaffee waschen. Und gegen 10 Uhr sind wir hier, wird aufgesattelt. Und dann sind auch meistens schon die ersten Kinderchen da oder Leichtgewichte bis 60 Kilo, die wir hier transportieren, die zur Burg reisen. Wie gibt es denn die Esel, wenn sie Senioren sind, als Würstchen, oder? Weniger. Sondern was gibt es hier? Gibt es nur Bratwürste, Original Thüringer. Original Thüringer, aus Eisenach. Aus Eisenach, Fleischerei Uth, seit Jahren bekannt. Genau. Was macht ein Esel drei Wochen im Winter?
den Eseltreiber im Winter versucht, einen Winterjob zu finden, was mir bisher immer gelungen ist, dank dass die Stadt zu mir gesagt hat, okay, wir können welche gebrauchen und macht halt immer Winterdienst. Erlebt man ja auch mal ein Späßchen mit Leuten? Jeden Tag. Gute und schlechte. Was wird am liebsten gegessen? Bratwurst. Und ein schwarzes Eselbier wird getrunken. Was ist Schwarzer Esel? Schwarzer Esel ist ein neues Bier der Eisenacher Brauerei. Ein ganz leckeres Stöffchen. Hat man als Kind sich schon für Esel interessiert? Wenn man damit aufgewachsen ist wie ich, ja. Das ist angeboren. Haustür auf und Esel waren immer da. Okay, ist man als Kind auch mal drauf geritten? Mehrmals. Und auch mehrmals runtergefallen. Ja. Ja, weil man extravagante Ritte gemacht hat. Cowboy gespielt. Auch.